Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft, der Hardcore-Challenge, mit dem guten Blub zusammen. Abend. Hi. So. Hallo. Wir haben offscreen was gemacht, ein bisschen was, also nicht viel. Ich habe ein bisschen umgebaut wegen der Symmetrie. Oh. Na, hier die Symmetrie. Ich musste etwas umbauen. Es ging nicht anders. Und die Türen, die ich an das Portal gesetzt habe, zum Schutz, waren wichtig. Und sie haben sogar funktioniert. Funktioniert im Sinne von, sie haben was eingefangen. Richtig. Kommt mal mit. So. Tada. Wir haben ein Schweinchen eingefangen. Ja. Und was uns recht schnell klar wurde. Was dir recht schnell klar wurde. Okay. Was mir recht schnell klar wurde. Wir haben jetzt unser eigenes Topic. Ich freue mich da ein bisschen drüber. Ich gehe wieder. Ja, hier hat sich echt ein bisschen was verändert. Ich weiß nicht, ob das Geländer letztes Mal auch schon da war. Ja, ich glaube, das Geländer war letztens auch schon da. Auf jeden Fall haben wir hier so eine Art Schutzklappe. Die Bäume wachsen jetzt, genau. Mittlerweile auch. Wir mussten das noch eins höher bauen. Also ja, ich habe noch eins mehr abgebaut oben, dann ging das. Ja, ansonsten haben wir gar nicht so viel Offscreen gemacht. Ich habe ein bisschen hier dieses Zuckerrohr gefarmt, du hast ein bisschen Kühe gefüttert und das Weizening ausgebaut. Der Weg ging ja erst hier so zwei Jahre, war der breit erst. Und da ging ja ein bisschen her. Das sehe ich jetzt erst. Und ich habe den Weg quasi hier um drei breit gemacht und dann hier noch so eine kleine Schleuse eingebaut, dass man hier einen Zweierweg zum Tor hat, schön symmetrisch. Ja. Und hier habe ich auch jetzt eins freigelassen. Da kann man dann noch eine Erzbahn oder so hoch zumachen. Eventuell. Natürlich. Natürlich. Warum denn nicht? Natürlich. Und das ist so ein kleines Schutzgatter, selten wir doch was da unten aus der Höhle rauskommen. Wartet mal. Irgendwie ist gerade die Musik ein bisschen sehr laut bei mir. So. Ja, das Weizenfeld habe ich nochmal. Das Weizenfeld habe ich ein kleines Stückchen erweitert. Nochmal nach hinten ein kleines Stück und hier seitlich auch nochmal ein bisschen. Wir brauchen halt mehr Essen, das ist halt wichtig. Ja. Für das Topic habe ich eine schöne, schöne Idee. Wir machen dem erstmal hinten ein kleines Gehege, dass er raus kann aus dem Tor. Und das werde ich gleich erstmal machen, dass Topic hier raus kann. Ich versuche gerade. Weißt du, wie man in diesem Minecraft-Buch nach etwas suchen kann? Ja, also oben, ich hier diese... oben bei der Lupe. Ja, aber ich kann ja nichts schreiben. Ach lol, ich kann einfach nebenklicken. Hm. Wie stelle ich Papier her? Geht Papier? Nicht. Okay, Papier. Dreimal Zuckerrohr nebeneinander. Ja, aber guck mal, wird mir schon mal nicht angezeigt hier. Liebe Entwickler, wieso ist das so? Okay, warte mal, ich gebe mal Buch hier ein. Auch nicht, what the fucking hell? Du hast noch kein Leder gehabt, wahrscheinlich. Natürlich, ich habe Leder im Inventar. Oh, okay, dann weiß ich nicht. Ach, Moment. Lol, ich sollte vielleicht das Book. Nee, hä, geht auch nicht. Paper. Hä? Okay, bei mir funktioniert das nicht. Okay, Moment, ich muss ganz kurz. Ja, wir bauen für Tobi ein kleines Gehege erstmal. Ein kleines. Das brauche ich auch noch. Hallo. Hi. Darf ich mal hier durch? Danke. Bin ich schon wieder zu fett geworden? Nein. Oh ja, doch hier. Zack. Ja. So, man kriegt das auch quasi dann 1:1. Ach, neue Rezepte kann ich mir jetzt hier vielleicht endlich mal angucken. Okay, warte. Ein Buch. Okay, wie macht man ein Buch? So macht man. What? Okay. Buch ist eigentlich recht einfach. Ja, aber ich sehe gerade den Verschleiß. Ich werde mal ein Buch herstellen. So. Der gewiefte Minecraft-Spieler wird vielleicht schon wissen, was ich hier vorhabe. Was hast du denn vor? Ich werde uns jetzt etwas bauen, was schon längst überfällig ist. Ich meine, wir sind schon in Folge 5. Wir sind schon in Folge 5. Fein. Oh nein. Hi, Topic. Was denn? Was? So. Zack. Ich habe uns einen Verzauberungstisch gebaut. Hast du super gemacht. Warte mal.
Und ich habe ihn in die Kiste gelegt, so fertig. Das war mein Highlight für diese Folge, Ladies and Gentlemen. Kannst du mal ein Stück weitergehen, bitte, Schweinchen? Danke. Nee. Du bleibst. Hit. Was? So. Da. Oh. Das ist jetzt ein Problem. Moment. Okay. Oh, cool. So. Die Bäume. Nur ganz klein erstmal. Wir machen später noch ein richtig schönes Gehege für Topik. Ernsthaft? Das wird super. Was denn? Erstmal, damit er aus der Tür rauskommt. Das ist doch keine artgerechte Pikmin-Haltung hier. Was ist das denn? Das ist ein Topik. Und nicht hauen. Nein, mache ich auch nicht. Darum habe ich es ja extra. Wenn du den haust, kannst du allein in der Säge. Oh, jetzt schon guck mal. Ein Baum ist gewachsen. Schön. So, was wollen wir heute in der Folge alles machen? Also entweder ich gehe jetzt weiter farmen oder ich baue einen Raum für den Zaubertisch schon mal. Geh du mal farmen. Wir müssen ja erstmal irgendwie ein Haus und so Oh, bitte. Scheiße. Guck mal bitte raus. Geh mal bitte ganz kurz rausgucken. Nein. Du kannst die Tür aufmachen, ist alles gut. Ich muss farmen. Nee, komm mal zurück. Ich muss farmen. Ich hab zu tun. Entschuldigen Sie. Wir werden ich wieder geradet. Wir werden geradet. Das sind nein, 5 nicht. Stück. Doch. Ja, dann gehen wir einfach nicht raus. Schießen die jetzt schon? Wir brauchen unbedingt einen Bogen, ne? Haben wir und Fäden? Bau die Türen mit Kuppel zu oder so. Haben wir Fäden? Wir gehen jetzt nicht schon wieder raus. Wir haben keine Fäden. Wir haben keine Fäden. Das Problem ist, wir bräuchten halt echt erstmal den Monsterturm. Also die Monsterfalle. Das wäre halt echt wichtig. Warum? Ein Fünfer-Raid. Weil dann kriegen wir die Monster-Drops, zum Beispiel Fäden und alles. Da können wir uns Bögen machen. Wir können uns dann, ja guck mal. Halt. Das wäre schon echt gut. Wir gehen jetzt halt einfach nicht raus, bau die Tür zu, wir ignorieren die Spacken einfach und du baust jetzt entweder Monsterfalle oder Verzauberungsraum. Dafür müsste ich raus. Warum? Nein, den Turm. Am besten. Oben. Ach, du willst was? Ja, natürlich. Willst du das nicht unterirdisch machen? Ja, so haben wir noch mehr Höhen für mehr Etagen, wo Mobs spawnen können. Aber je höher wir das ansetzen, umso besser. Bauen, oder nicht? Den würde ich sowieso hier irgendwo nach unten dann reinbauen. Also hier ist dann die Stelle, wo die, ich sag mal, runterfallen im Endeffekt. Wo sie dann sterben. Nur ich müsste das ja von. Raus, ne? Ich müsste es ja von oben anfangen. Fahren, ne? Wow. Ja, hallo? Ich kämpfe doch nicht jede Folge gegen diese Spacken da. Die gehen doch die. Nerviger, als die Zeugen die gehen doch, guck mal. Was, die schwimmen doch weg, guck mal, die schwimmen weg. Ja. Dann sollen sie wegschwimmen. Die laufen sogar weg. Dann habe ich gar kein Problem. Und, was habe ich gesagt? Ey, das YouTube-Näschen ist wieder am Start. Eine neue Diamantenader. Zack. Oh, jetzt kommen sie zu mir. Oh, das will ich nicht. Warte mal. Ich lasse sie mal ganz kurz weggehen. Wir müssten die Wege draußen so bauen, dass wir immer geschützt sind von allen Seiten. Das könnte ich sogar machen. Das ist sogar gar kein Problem eigentlich. Warte mal. Das ist gar kein Problem. Neue Diamanten. Das kriege ich hin. Warte mal. Ich baue das draußen und alles Kohle. So. Ach Leute, das ist so herrlich, ey. Das wird die einfachste Challenge des. Ach ja, apropos Challenge, ne? Ich habe mir ja was überlegt. Dass du keine große Klappe mehr hast? Du wirst sterben, wenn du die große Klappe hast. Ich weiß das. Warum ich sehe das kommen. Hier ist doch nichts. Alles das safe. Kommt ja aber noch. Nee, das kommt das noch. Das mit der Jump and Run Map. Achso, die Idee, die du hattest. Na, erzähl's mal. Kam die Idee, sollte ich tatsächlich hier sterben, was absolut ausgeschlossen ist, dann wollte ich möglicherweise eventuell eine Minecraft Jump and Run Map spielen. Und Tani hat dann sogar vorgeschlagen in dem Gespräch, dass sie die baut, falls das noch aktuell ist. Ja, natürlich. Ja, dann, machen wir das so. Und das. Also so sollte ich schon mal trainieren, habe ich gehört. Das wird lustig. Ja, weil jetzt was passieren wird. So, hier sind schon mal wieder 400. Ich habe einmal so eine Jump'n'Run Map gebaut gehabt. Ich habe die selber nicht geschafft. Ich habe selber eine gebaut, die ich selber nicht geschafft habe. Das war ist schon traurig irgendwie. Ja, du musst die aber dann schon ein bisschen näher, sonst wird das nichts bei mir. Ich meine, ich bin schon mit so einem normalen Einersprung überfordert.
So. Irgendwie so ein bisschen, dass es ein bisschen überdacht wird, wäre schon schön. Das wäre halt echt. Da hinten sind die. Kommen die jetzt hier rumgelaufen? Nee, kommen die nicht. Nein. Nee, kommen die auch nicht. Gut. Kommen doch niemals hier rein, oder? Nein, kommen die nicht. Ich hoff's. Alarm! Alarm! Ich höre ein Skelett! Alarm! Männer an die Waffen! Wo bist du? Ich bin? Ich? Nee, ich meine das Skelett. Achso. Das weiß ich nicht. Das ist doch bestimmt in irgendeiner Höhle, oder? Das ist doch niemals hier irgendwo bei mir, oder? Hilfe! Ich mach's anders. Die machen wir nochmal weg. So. Drüben sind sie. Ich hätte jetzt so gerne einen Bogen, ne? Ja, wir brauchen drei Fäden, oder? Für einen Bogen? Ich glaube, wir haben zwei. Für einen Bogen brauchen wir, brauchen wir drei, glaube ich. Warte mal, sind die Schafe noch da? Ach nee, scheiße. Dazu musst du ja dann rausgehen. Ich bin draußen. Weil aus Wolle kann man doch auch Fäden machen. Ich bin, also gerade bin ich draußen. Was? Ja, stell dir vor. Noch ist ja alles okay, noch ist ja hier nicht dunkel. Ja, aber ich dachte, die Dudes sind da. Ja, die Intelligenzbestien sind da hinten irgendwo. Die gucken auch ganz böse zu mir, aber die kommen irgendwie nicht her. Ja. So, was ihnen blüht sonst. Mhm. So, ich habe wieder ein bisschen Eisen gefunden. Sehr schön, wir brauchen sehr viel Eisen. Ja, mir ist nämlich auch eingefallen, was man doch so alles in diesen Verzauberungsraum bauen kann. Da ist auch was mit Eisen dabei, habe ich gehört. Im Verzauberungsraum? Ja, da könnte man ja zum Beispiel auch den. Oh, was? Wie? Ha! Ha! Es wird dunkel, ich sollte reingehen. Alter, wieso höre ich hier Monster kommen? Verpisst euch doch mal! Ich hab Angst! Okay, warte mal. Hier woanders buddeln gleich, ey. Ja, genau. Was man in diesen Verzauberungsraum noch reintun kann, diesen Amboss zum Beispiel, um verzauberte Sachen zu kombinieren, so ein Lager für. Da macht man extra Bücher. Raum für. Ja, aber das bietet sich doch kann quasi an, dass wir quasi Verzauberung, Amboss und das fürs Brauen in einen großen Alchemieraum machen oder so, oder? Da würde ich eine extra kleine Schmiede oder so machen. Ja? Du mal, ich bin halt immer so im Detail. Ich baue halt gerne so viel hier und da, so extra und so. Hardcore! Ja, und? Was ist denn da? Ist das nur ein Wort? Wir schaffen das doch easy. Wir haben zwei Fäden, machen wir die hier. Warte mal. Kann ich? Ach ja, mit dem Buch ist so eine Sache. Wenn du nur so das jetzt irgendwo stehst im Raum und guckst in das Buch, siehst du nur alle Rezepte, die du machen könntest mit 2x2 Feld, was du ja im Inventar hast. Wenn du an die Handwerks-, also an die Bank gehst, an die Handwerksbank, dann siehst du alles, was bei 3x3 drin wäre im Buch. Ja gut, also habe ich das einfach falsch gemacht. Hier ist der Bogen. Okay. Ja okay, drei Fäden bräuchte ich für den Bogen. Da bräuchte man aber noch Pfeile, ne? Also. Da bräuchte man Federn, das heißt, ich müsste einen kleinen Hühnerstall bauen am nächsten Tag. Können wir kurz pennen gehen? Das wäre super. Ja, Sekunde. Brauchst du eigentlich Essen? Ich mache mal Brote. Nö, ich bin auch gut versorgt. Wie geht's Topik? Den geht's ah, gut. Ich höre ein Skelett. Wie können wir das am besten stellen? Minen sind gefährlich. Ich werde wie die Zwerge zu tief schürfen. Ich sehe das schon, ey. Kann ich nicht. Ne, es geht nur so rum, ne? Fäden kann ich nicht. Wait. So. Wieso sind die Treppen auf der anderen Seite? Die habe ich umgesetzt. Alter, ich dachte, du bist ein Skill, Alter. Nein, bin ich nicht. Hallo. Das Regen, hallo. Da war ein Enderman, der sich gerade wegteleportiert hat. Ja, der Enderman kann sich aber schon wegteleportieren und schneichen. Es regnet nämlich. Die kleinen Beine vor allen Dingen. Es regnet nämlich gerade.
Oh, jetzt regnet es nicht mehr. Guck mal ganz kurz, ich habe, ich tue hier gerade umdisponieren. Ich tue das quasi den Weg für uns sichern. Dass seitlich nichts mehr an uns rankommt, quasi an den Weg. Cool. Alter. Und da hinten, über dem Meer, guck mal, da siehst du sie. Sie schlottern vor Angst, sie kommen gar nicht mehr zu uns. Der Typ mit der Fahne ist übrigens weggelaufen. Auf Seiten, hä? Der Typ mit der Fahne ist übrigens ganz weit weggelaufen. Ganz weit. Verpisst euch! Ich mach mal ganz kurz noch, ich mach mal jetzt ganz kurz noch das Leuchtfeuer. Auch hier, zum Rausgehen. Warte, dass ich zu dem Dings da gehe, oder was? Na hier, ich hab extra jetzt auch hier nochmal so eine extra Tür eingebaut und so, weil ich muss mal das Lagerfeuer holen. Hier, eins brauche ich mal. Ich wette, wenn ich zu dem Dings gehe, zu damit was? Ich weiter Papier machen kann, nein, kommt lange Scheiße. Nein, glaube ich nicht. Die sind zu weit weg. Die müssten erst durchs Wasser und das die schaffen die nicht. Die gucken mich doch direkt an. Die verfolgen mich doch sogar. Mich auch. Mich gucken die auch direkt an, aber das checken die nicht. Die kommen nicht bisher her. Hallo? Wenn ich da hingehe, sind die nur so ein paar Blöcke entfernt. Problem ist halt, wir müssen halt auch ab und zu mal raus. Zum Beispiel der Altar ist ja auch draußen, weißt du? Ja gut, wir aber da wir ja niemals sterben. Ich sehe es noch nicht so. Aber ich hoffe es. Mensch, ist super. Hardcore-Challenge ohne zu sterben durchgeschafft. Das wäre natürlich schon geil. So, das Eisen kann schon mal spürnen. Oh, ein Zombie, Alter. Zombie, hi. Du brennst, Kollege, ist dir schon klar. Jetzt nicht mehr. Wie weit habe ich eigentlich? 20 Chunks ist das doch weit. Können wir mal hier so... Ich mache mal 30 Chunks weit, dass ich 30 Chunks weit gucken kann. Wenn das 30 lädt. Chunks. Es lädt aber gar nicht. Das ist schon ganz schön viel. Es lädt leider gerade nicht, wahrscheinlich wegen dem Shader. Nee, weißt du, also könnte ich halt gucken, ob irgendwo ein Dorf ist, ob ich irgendwo was sehe, weißt du? Machen wir 20 Chunks, bleiben wir dabei. Hier ist was gerade gestorben. Was ist hier gestorben? Ein Zombie. Die Kollegen stehen immer noch da hinten. Hier müsste ich halt das überall. Der Typ mit der Fahne ist aber gar nicht da. Ist der abgehauen? Finde ich super. Ja, wer weiß. Fände ich klasse, wenn er das abgehauen wäre. Kein Bock mehr gehabt. Hühnchen, ich muss noch einen Hühnerstall machen. Ja, also wenn wir bald mit Bogen und so anfangen, bräuchten wir auf jeden Fall echt einen Hühnerstall wegen diesen ganzen. Ich mache erstmal ein Gehege für Hühner. Einen Hühnerstall mache ich dann später. Warte mal. Du könntest das dann mitkommen, wenn ich Hühner hole, das wäre super. Was? Zubauen. Hier so, ist gesperrt, hier ist gesperrt, hier wird nicht mehr weitergebuddelt. Wieso, was da? Höhlensystem. Ein Höhlensystem. Hier ist Ende. So. Immer hier. Zwölf Stück, wie weit komme ich denn da? Reicht nicht, ne? Dum, dum. Ja, wir müssen das alles noch ein bisschen absichern hier, das ist echt, ist nötig. Unterirdisch will ich das halt alles noch ein bisschen ausbauen und ausbuddeln. Würdest du kurz mitkommen? Ich bin gerade am Farmen hier. Achso, na gut, dann suche ich mal Hühnchen. Ich gehe mal Hühnchen suchen. Auf der großen Wiese sollten ja irgendwo welche rumsausen. Hoffe ich. Zwei Stück brauche ich am mindestens nur. Wenn ich zwei habe, ist ja alles gut. Getötet habe ich keine. Der Qualm geht echt schön weit hoch jetzt. Das ist schön. So, Hühnchen. Hühnchen. Nein, hier geht's weiter. Leute, das könnte ich mit mir machen. Das ist doch die Höhle. Ich nehme mal die in die Hand. Wenn hier irgendwo eins rumsaust, dann müsste das schon triggern. Das ist eine Blume gewesen, shit. Das ist ein Schaf. Das ist ein Gequietsche. Nein, das ist wahr. Lol. Moment. Kann es sein, dass ich weiß, was das ist?
Du weißt, was es ist? Woher weißt du, was es ist? Weil ich das schon mal gehört habe. Hast du schon mal gehört? Da ist ein Hühnchen. Ich sehe Hühnchen. Hat es was mit einem vierbeinigen Wesen zu tun? Das weiß ich gerade gar nicht, ob das mit einem vierbeinigen Wesen zu tun hat. Warte mal. Da hinten ist noch ein Hühnchen. Komm mal mit. Guck mal. Guck mal, ich hab lecker Nam-Nam. Okay. Folget mir, ihr kleinen Chicken Nuggets. So, das ist doch schon mal hier wieder gut gelaufen. Kommt. Genau. Oh, vier Stück, perfekt. Komm mit. Ach, das Lagerfeuer da hinten ist schön. Kommt, 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 kommt. Kleine Chicken-Bande. Die Chicken-Bande. Hm. Kennst du eigentlich die Olsen-Bande? Kennst du die? Eine Bande? Olsen-Bande, kennst du die? Das ist ein Wrestling-Stable? Das hat nichts mit Wrestling zu tun, nein. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auch so eine Comedy-Serie, schon steinig. Komm mit. Klingt aber nach einer relativ alten Serie. Sehr alt, sehr alt. Aber immer noch Kult eigentlich. Kommt, kommt, Hühnchen, kommt. Schwimm mir nach, schwimm mir nach. Oh nein, ich schon wieder. Was denn? Hier, schon wieder Gekröse. Gekröse hörst du? Mach's tot. Ja. So, alle mir nach. Fein, ihr seid die Besten. So, bitteschön. Ich höre schon wieder bösen Nachbarn hier. Bitteschön, 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 bitteschön. So, schmecken lassen. Okay, ein Hühnerstall könnte ich auch noch machen. Haben wir eine... Ich habe eine Schere. Wie das bei dir die ganze Zeit quietscht. Es quietscht ja die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist irgendwie voll lustig. Hört man das sehr? Frage. Also ich höre es und es bestätigt mich in meiner Theorie, was es ist. Alter, what the fuck? Ey, weh, ich werde gleich hier durch die Wand geschlagen. Das zählt aber dann nicht. So, alles schön einsammeln hier. Das nehme ich als Dach. So, Holz nehmen wir gleich mit. Ein Haus würde ich ja schon gern bauen. Da würde ich erstmal kurz gucken, wo ich die Treppe hinmache. Und dann mal gucken, wo wir das Haus hier hinbauen. Schön am See. Mal gucken. So, das machen wir alles weg hier. Holz brauche ich eh. Quietsch, quietsch, quietsch. Das ist bestimmt Sunny. Die das. Ja, das war auch mein Tipp. Ja. Achso, ich dachte, du hast den Tipp abgegeben. Ja. Ich dachte, du hast den Tipp abgegeben, ob das quietscht hier. Ja, hallo? Also, ob das, was gerade quietscht. Ob das vier Beine hat. Warte mal. Ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde, ich bitte dich. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Einen Apfel brauche ich jetzt auch nicht. Und das behalte ich. Sind die Bäume hier. Ich höre hier Geräusche, ey. Guck mal, auch schön gewachsen. Komplette Paras, ey. Sehr schön. Oh, das ist alles schön gewachsen. Perfekt. Okay. Das ist das Gute ist ja, wenn wir hier bald anfangen zu verzaubern, ja. Man verbraucht ja gar nicht mehr alle Level, sondern nur noch ein ganz bisschen. Ja, aber du brauchst halt eine gewisse Menge an Level, um bestimmte Sachen also auswählen zu können, aber du verbrauchst dann nicht das Komplette. Du brauchst ja, das ist doch mega geil. Ja, das haben sie auch geändert. Das finde ich auch gut. Also ich bin schon Level 21. Ich bin Level 11 erst. Bergwerkssachen, da kriegst du halt schneller Levels an. Ja, die ganze Kohle, ganzer Whetstone, ganzes Lapis Lazuli, das läppert sich doch. Ja, definitiv. So, da kommt eh niemand durch, weil da Wasser ist. Das mache ich noch zu. Ja. Oh, hier draußen ist gerade richtig schön. So,
so hier noch so eine kleine Fackel. Wie geht's deiner Suche? Oh, ey. Was für eine Suche? Welche Suche? Was auch immer du gesucht hast. Waren das die Hühner oder so? Die habe ich gefunden. Oh. Ach, bloß wir haben schon so etwas wie ein Hühnerstall. Nee, Hühnerstall, nicht nur ein kleines Hühnergehege. Stall kümmere ich mich aber noch drum. Also wenn wir vorankommen. Wir sind zu zweit halt. Ich habe sogar schon gehört, dass der Enderdrache, der hat schon Privatinsolvenz angemeldet, habe ich gehört heute. Sei nicht so großkotzig. Das wird alles so Karma geben. Vorbei, oh Gott, das wird so Karma geben. Wir sind geben. Schon fast durch, ey. Wir werden so auf die 12 kriegen. Wir sind doch schon fast durch. Wir kriegen so auf die 12. Du hängst gerade Fluch auf uns, das ist dir schon klar. Quatsch. Ah, bloß nicht. So, jetzt haben wir hier so einen schönen Lehrgang. Hier können wir das immer noch ein bisschen umbasteln. Das mache ich aber erst am nächsten Tag. Kannst du kurz hochkommen, schlafen gehen? Da kann ich nämlich draußen noch ein bisschen weiterarbeiten. Ja, Moment, dann komme ich gerade hoch. Es würde sich auch für ein kleines Folgenpäuschen anbieten, stimmt, weil wir schon ja, bei einer halben stimmt. Stunde wieder sind. Mm. Ich renne. Dann machen wir hier. Oh, hab Eisen gefunden. Hallo. Ja, ich bringe auch wieder ein bisschen Eisen mit. Oder meinst Moment. du hast Eisen im Ofen gefunden, was ich erfarmt habe? Nein, ich habe richtig Eisen gefunden. Sowas mache ich nicht, das wäre assi. Wenn ich sage, das habe ich im Ofen gefunden. Also bitte. Lord. Was denn? Ah, was los? Ich bin gerade in dieser Sicherungsverwahrungstür festgepackt. So, ich habe Eisen mal reingelegt. Oh. So, ab ins Bett. Oh, Moment. Das machen wir mal so, glaube ich. Dann kann das Eisen nämlich noch hier mit rein. So. Guck mal, gar kein Problem. Dann baue ich noch das Haus. Dann mache ich eine Wendeltreppe hoch, würde ich sagen. Das wäre ganz cool. Und wo mache ich die hin? Ich hätte eine Idee. So. Komm mal kurz mit. Jupp. Unsere Kollegen sind übrigens immer da hinten. Gefährliche Drachen. Wann verpissen die es denn mal? Die verpassen sich nicht. Zu dem. Du kannst da hingehen, die kommen nicht hin. Das ist. Sicher? Ja, hier, guck mal. Das ist. Die müssen ja. Ja, hahaha, ich muss aber jetzt noch abbauen. Ne? Ja, mach doch. Alles gut, die kommen nicht her. Oh. Die kommen nicht her, wirklich nicht. Ich glaube nicht, die schießen nicht mal so weit, glaube ich. Nee. Obwohl die Armbrüste hätten, die könnten safe so weit schießen, aber machen sie nicht. Guck mal, jetzt hüpfen sie sogar auf Land, jetzt haben sie Schnauze voll. Jetzt gehen sie. Guck mal, die gehen. Guck mal, die hauen ab. Kein Bock mehr. Wieso? Guck mal, die gehen. Bock. Die gucken und gehen. Hä? Kein Bock mehr. Verbissen sich. Ciao. Ich glaube, weil sie letztes Mal so mega auf die Schnauze bekommen haben, oder? Die gehen wirklich. Die laufen da hinten weg. Kühen. Oh, guck mal hier. Die laufen da hinten wirklich weg. Die gehen echt. Du musst aber das wieder zumachen. Dann. Was ja, ich habe das nur nicht gemacht, weil du noch da durch musst. Achso, entschuldige. Ja, hier, ich mache da so einen schönen Werger, also einen schönen Gang mit den Blättern oben, habe ich gedacht. Ja, die Hühnchen sind auch schon da. Guck mal, wir haben sogar schon. Ups. Zack, zack. Ja, der Server ist gerade bei mir ein bisschen laggy. Bei mir geht's. Bei mir ist nichts. So, dann machen wir noch einen Hühnerstall schön hin. Achso, jetzt kann ich noch das hier machen, was ich machen wollte. Stein habe ich auch noch. So, Achtung. Tüt, tüt, tüt. Tüt. Ja. Wird zufällig irgendwo eine Art Weizenlager? Da könnte ich. Ein Lager haben wir noch keins dafür, ne? Irgendwie füttern oder so. Die sehen schon wieder sehr hungrig aus. Du kannst die gerne füttern. Lager haben wir aber keins dafür. Ach ja, Moment. Folgewände und so, ne? Ja, stimmt, da war ja was. So. Okay. Zack. Ah ne, Folgewände. Nein. Entschuldigung. Ja, gut. Dann bis zur nächsten Folge und ja, mal gucken, was wir danach anstellen. Ich würde dann gerne mal anfangen, das Haus zu bauen. So ein richtig schönes Haus oben auf dem Berg. Ein Haus will sie bauen, natürlich ey. Baue ich ein Haus. Hardcore am Arsch. Ich will in den Nether. Du willst in den Nether? Viel Spaß. Sag mir dann, wie es war, okay? Ja, dafür muss ich erst verzaubern. Dann baue ich dann noch einen Raum für den Verzauberungstisch. Und für die Bücher, dann gucke ich, dass ich dann in der nächsten Folge das hinkriege,
kill auch ein paar Kühe, dass wir Leder bekommen. Nee, wir müssen, glaube ich, erst noch weiter vermehren, oder? Ja, das mache ich. Bringt das doch aber nichts, nur E2, dann, nee, jetzt mache ich noch ein bisschen Vermehrung erstmal. Na gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge Kuhvermehrung, was war's noch? Der Raum für den Zaubertisch und Hausbeginn. Ja. Ding nach dem Plan. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.